Hallo Ali und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner kleinen Flammkuchen-Serie. Ich werde heute einen weiteren Flammkuchen mit Lachs machen, diesmal mit Lachsdill und etwas Meerrettich. Ist eine ganz schnell gemachte Sache, ganz lecker. Ich benötige dafür auch nicht viel. Heute nehme ich wieder meine Flammkuchencreme Typ 1 Pikant. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen Dill dazugeben. Das ist hier ganz fein geschnittener, fein gehackter Dill. Der kommt in die Soße mit rein. Hier habe ich nochmal etwas grob gezupften Dill. Der kommt nachher auf den fertig gebackenen Flammkuchen. Dann brauche ich natürlich Lachs. Ich habe hier meinen Räucherlachs. Den habe ich auch schon wieder klein geschnitten und so zu kleinen Röschen zusammengedreht. Dann brauche ich noch ein bisschen Meerrettich. Die Hälfte davon werde ich auch gleich noch in die Creme mit reingeben. Und der Rest kommt auf den Lachs drauf. Dann kommen noch so ein paar ganz kleine Spritzerchen von der Limette. Sowohl in die Creme als auch nochmal nachher auf den Flammkuchen selber drauf. Als erstes gebe ich dann mal etwas Dill rein. Hier habe ich mir so ein bisschen hingelegt, das ist Deko, das kann man nachher auch noch benutzen. Das kann ruhig ein bisschen sein. Dann kommt noch ein bisschen von dem Meerrettich. Ich habe jetzt hier Sahne-Meerrettich. Also das ist relativ viel. Wenn man jetzt also nur normalen Meerrettich hat ohne Sahne, ist das natürlich deutlich zu viel. Da sollte man also nicht mehr als ein Löffelchen in die Grundcreme hier mit reinmachen. Das Ganze dann erstmal gut vermengen. Und dann noch ein Spritzerchen von der Limette noch mit zumachen. Nicht viel. Wirklich nur so ein Spritzerchen. So. Und dann gebe ich noch mal ein bisschen Pfeffer dazu. Im Grundrezept ist ja schon Pfeffer mit bei, aber relativ wenig. Hier passt das ganz gut, wenn es noch eine kleine unterschwellige Pfeffernote hat. So, das überschüssige Mehl, was oben noch drauf ist. Ich habe mir hier so mehrere Böden schon ausgerollt. Und wenn ich die dann so übereinander lege, mache ich immer eine Trennschicht da mit Mehl nochmal so zwischen. Dann kann man die also durchaus mal, ja, weiß nicht, ein paar Stunden so liegen lassen. Wenn man sie länger liegen lassen will, sollte man unbedingt ein bisschen Backpapier dazwischen packen. So, dann gebe ich jetzt hier als erstes meine Creme rauf. So. Und als nächstes gebe ich dann da schon meinen Lachs drauf. Das habe ich mir, wie gesagt, immer alles so in kleine Stückchen gezupft und lege die jetzt hier so relativ eng beieinander rauf. So, wenn ich das alles so belegt habe, dann nehme ich mir hier nochmal mein Löffelchen und gebe dann hier nochmal ein bisschen so von dem Meerrettich drauf. Ist natürlich ein bisschen eine Fummelei, aber es lohnt sich. Es schmeckt nachher sehr lecker. So, und dann kommt noch ein bisschen von der Limette oben drauf. Ein Tröpfchen. Und das war's dann auch schon. Jetzt kann er nach draußen den Pizzastein. So, und jetzt bleibt dieser wunderbare Flammkuchen so 5-6 Minuten auf dem Feuer, auf dem Stein. So sieht das Ganze jetzt aus. Richtig schön am Brodeln, so wie es sein soll. Ich mache den jetzt hier auf mein Servierbrett und schneide in ein Stückchen. Ja, schon fast ein bisschen groß für das Servierbrett. Und geht aber wieder wunderbar knusprig. So. Und dann gebe ich jetzt noch ein bisschen erstmal vom Dill. Das ist dieser gezupfte Dill, grob gezupfte Dill. Da kommt noch ein bisschen oben drauf. Hätte ich den jetzt also mit in den, auf den Pizzastein im Grill gemacht, dann würde der ziemlich vertrocknet, eventuell sogar verbrannt sein. Und so schmeckt es mir einfach besser. So sieht das Prachtstück also heute aus. Ich werde es jetzt so servieren, dazu wieder ein bisschen Federweisen und werde es mir schmecken lassen. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachmachen, gutes Gelingen natürlich und immer einen guten Appetit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!